Und herzlich willkommen hier bei Planfruit 17 und willkommen zurück zu LWS 13. Ja, ich habe das nochmal neu gestartet. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich auch wie bei Skiregion Simulator ganz einfach die Spielstände vertauscht habe. Und ja, und nicht wundern, wenn ich in Zukunft bisschen verschlüsselt rede. Geht ganz einfach um die ums Urheberrecht und so, und also ein Kram, da kenne ich mich noch nicht so aus. Hab ich keine Lust, dass ich da dann jetzt hier extra dann irgendeine Beschwerde bekomme, nur weil ich die Namen verwendet habe, die anderen verwendet haben. So. Wir nehmen gleich mal die Bank of Henstedt. Das hatte ich ja euch alles im eigentlichen ersten Part gezeigt, aber da musste ich leider feststellen, dass der doch nichts geworden ist und ich ihn wieder löschen musste. Wir hatten 3 Millionen Euro aufgenommen. So, Bank verlassen, hatten da gleich diese zusätzlichen schönen Geräte gekauft. Hier diesen schönen Traktor. Frontlader gleich dazu, weil wir müssen ja nebenbei ein bisschen Mission machen und Geld verdienen. Also nebenbei ein bisschen Kohle scheffeln. So, dann nehmen wir noch eine Erntemaschine, die packen wir gleich mit dazu. Wahrscheinlich auch noch gleich noch einen größeren Kipper. Nehmen wir den hier. Ist jetzt einen schon gekauft. Ja, ist jetzt eine von. Grupper werden wir wahrscheinlich dann auch mal einen größeren nehmen, aber nicht jetzt. Ach doch, ne, nehmen wir erst später. Soll ich sowieso einen Helfer machen. Und mit nebenbei Missionen nehmen wir das Geld dann sowieso dann wieder ein. Hoffen wir es mal, wenn nicht, haben wir ein Problem. Düngerstreuer brauchen wir auch. Das müssen wir allerdings selber machen. Mistgülle brauchen wir nicht. Im letzten Video hatte ich euch noch ein bisschen was auch gezeigt, aber das werde ich wahrscheinlich jetzt nochmal wiederholen müssen. In der Zeit, wo halt ich nochmal das jetzt hier zeigen muss, wie ich was gemacht habe. Und ich halt jetzt den Helfer machen lasse. So, nehmen wir mal hier den Hänger. Wie ihr schon seht, habe ich verschiedene Mods mit eingefügt. Das ist einmal diese manuelle Zündung, denn auch Leute, Alter, bin schon wieder auf den Senkel. Dann halt die, weil das dauert ja auch eine ganze Weile. Deswegen werde ich ihn jetzt mal fix leer machen. Zum Beispiel bei so einer Aktion. Ey, das geht mir jetzt gerade ein bisschen auf den Senkel. Ah, Mist. Warten wir mal ganz kurz und starten jetzt erst wieder. Natürlich müssen wir den dann dementsprechend auch richtig ausrichten. Und den dann das richtige Tempo auch zu geben. Weil, wie ihr seht, wenn ihr zu schnell seid, dann bringt es euch überhaupt nichts, weil der Mitrecher dann nicht hinterherkommt mit, er muss ja bestimmte Geschwindigkeit haben zum Mähen. Und da kommt er dann einfach nicht hinterher. So. Wir nehmen jetzt, Moment, das möchte ich euch nochmal fix zeigen. Über Escape könnt ihr hier über die Kartenansicht, dann seht ihr hier die Kartenansicht, welche Felder ihr habt. Dann natürlich auch über die Reife hier, was im Wachstum ist und welches verdorren ist und welches nicht. Und dann könnt ihr hier nochmal auf die ganzen Fahrzeuge zugreifen. Da ich aber jetzt schnell was anpflanzen will, auf dem Feld 17 nehmen wir mal schnell. Was ist das? Ich habe noch was vergessen. Nehmen wir mal schnell den anderen dann. Also wenn eine Mission reinkommt, können wir dann gleich zu dem hinfahren und müssen erst nicht hin und her switchen. Kaufen, zurück. So, wo ist das Gewicht jetzt? Ach hier. Stand quasi drauf. So, dann nehmen wir das mal fix. Mit dem Helfer müssen wir dann die Saatmaschine nicht befüllen. Wir müssen nur, wenn es dann manuell betrieben wird, dann befüllen. Den Dünger oder generell alle Düngermaschinen können wir mit keinem Helfer bedienen, den können wir nur manuell bedienen, also müssen manuell über das Feld fahren. Da haben wir keinen Luxus, dass man mal sagen können, ich lasse das einen Helfer machen.
Das ist dann da nicht. Finde ich auch ganz praktisch, da wird man nicht ganz so faul und man tut auch zwischendurch mal was. Zu den anderen Sachen, ich werde euch jetzt noch ein bisschen was von der Gegend zeigen, die es jetzt noch nicht so wirklich kennen sollten. Den zeige ich es ganz einfach mal und das ist dann so meine kleine Einführung, mein erstes Let's Play mit LWS 13 oder mit, sagen wir mal, Traktorrennen 13. Ich nenne es jetzt ganz einfach mal Traktorrennen. Ganz einfach aus dem Grund, wir müssten ja keine GEMA oder Urheberdingsbums da drauf sein. Falls es doch der Fall ist, muss ich das Video wieder rausnehmen und dann nochmal neu machen. Hoffen wir es nicht, hoffen wir das Beste. Helfer eingestellt und jetzt kann ich euch was von der Gegend zeigen. Und andere nicht dann wieder rum. Mir was vom Kuckucksplan erzählt. Ne, dauert noch. Ich finde es ein bisschen schade, dass er ein bisschen immer was stehen lässt, aber gut, kann man nicht ändern. So, den haben wir hier schon mal warm laufen lassen. So, jetzt kann ich euch gleich mal ein bisschen was von der Gegend zeigen. So, hier, wie ihr seht, dann bekommt ihr dann eure Maschinen, die ihr dann alle verkaufen, entweder da verkaufen könnt oder abholen könnt oder über das Menü kaufen könnt, entweder über die Bank oder über die ganz normale, das ganze, ganz normalen Shop oder indem ihr ganz einfach dann an die Bank geht oder so. Es ist dann euch überlassen, wie ihr es macht. Ja, da haben wir jetzt zum Beispiel noch eine Abladestelle, da haben wir noch eine Halle, wo wir Geräte reinstellen können. Hier hinten müsste auch, glaube ich, dann noch mal eine ja, hier ist dann auch nochmal für Eier zum Abgeben. Da könnt ihr dann, wenn ihr Hühner gekauft habt und die haben alle Eier gelegt, was weiß ich, sammelt ihr jetzt 20 Eier, die könnt ihr dann da abgeben. Bekommt da dementsprechend dann auch Geld. So, was gibt's noch zu sagen? Wir müssen Hufeisen sammeln, statt bei den anderen bei der Elfer-Version. Hier müssen wir halt Hufeisen sammeln. Bei der Alpha-Version war es da so der Fall, da müssen wir Flaschen sammeln. Ich glaube, dass da nicht alle das ohne so Probleme gefunden haben. Online können wir das Ganze hier auch spielen, das werde ich auch ab und zu mal an angesagter Tatsachen machen. Da werde ich vielleicht auch einen Livestream drüber machen, also Livestream online und dann könnt ihr dann darüber gucken und gleichzeitig mit mir spielen oder wie auch immer. Das müsst dann ihr entscheiden, das liegt dann nicht in meiner Hand, ob ihr wollt oder nicht. So, hier könnt ihr dann, ist dann nochmal eine Abladestelle. Hier könnt ihr dann Zeug abladen. Was allerdings hier abgeladen werden soll, Sand, Dingsbums da, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Wird es wahrscheinlich dann irgendwann mal Mods dafür geben, wo er dann mit einem Bagger beispielsweise jetzt den Sand in, was weiß ich, in irgendeinem Behälter oder ein LKW oder was auch immer, was da alles gibt. Schaufelt. So war es ja dann bei der Elfer-Version. Wenn ich 11er Version sage, meine ich den Vorgänger von diesem Spiel hier. Wisst ihr ja hoffentlich. Mit der Maus kann ich das hier alles auch bewegen. Muss ich nicht extra die Tasten nehmen. Seht ihr ja, Maustaste links. Rechts ist nichts. Finde ich ganz praktisch, weil so kann man dann auch mal schnell hin und her hier. Wie beim Gabelstapler beispielsweise. Und ja. Was gibt es noch zu zeigen? Ja, die Felder kennt ihr. Wenn ihr auf I drückt, könnt ihr euch die Karte ansehen, raus und reinzoomen, dann seht ihr die Felder, da die ganzen Symbole, Tankstelle, Abladestätte, Telefonstellen, wo er dann jetzt beispielsweise zur Bank kommt. Abladestellen hat ich ja gesagt. Die Felder, wo die Hühner. Ja, und so weiter. Klickt ihr nochmal auf I, dann habt ihr dann die Wettervorhersage für die nächsten paar Tage. Dann die Preise. Dann die Nachfrage noch. Dann nochmal die Finanzen von heute, gestern und vorgestern. Wenn ihr länger spielt, dann kommen auch von gestern und von heute. Hier ist die nächste Abladestelle. Güterbahnhof nennt sich das ganze Ding. Statistiken, sprich, was ihr noch im Lager habt und was nicht. Dann die Spielzeit, Kontostand, geerntete Flächen, gesäte Flächen etc. Apropos geerntete. So beispielsweise könnt ihr dann jetzt hier gucken, ach, er ist voll. Dann wechseln wir mal fix auf den hier rüber. Und so müsst ihr nicht erst ewig hier mit der
Hin- und Her-Switch-Taste das machen. So könnt ihr gleich dann da drauf gehen, geht viel schneller. Wenn ihr mehr Felder und alles habt, ist das dann auch praktischer, werdet ihr dann noch merken. So, ich lasse ihn jetzt hier noch abladen und dann würde ich erstmal sagen, machen wir für diesen Part Schluss. Denn er soll nicht ganz so lang werden, weil sonst muss ich wieder ewig warten, bis der Part dann hochgeladen ist und etc. Und ihr wollt nicht so lange warten, den nächsten Part, deswegen möchte ich ihn gleich machen. Ja, gut. Wir starten dann hier an der nächsten Stelle. Ich werde dann hier sofort wieder einsteigen und dann sehen wir uns und hören wir uns in der nächsten Folge. Euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer ihr das Video schaut. Vergesst nicht, wenn ihr bestimmte Wünsche habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare drunter. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt, was die Videolänge angeht, schreibt es mir auch einfach drunter, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter und mal eine kleine Begründung oder mir mal eine private Nachricht schreiben, warum. Weil es würde mich schon mal interessieren, weil ich bin ja noch ein bisschen kleiner Let's Player und will mich verbessern. Ansonsten könnt ihr mir gerne ein Abo machen und weiterhin fleißig meine Videos anschauen. Dann macht's gut, Leute. Tschüss.